Wasserflitschen. So, wir sind in der Alpspitzbahn und hier gibt es den Alpspitzcoaster, relativ neuer Vegan Alpine Coaster. So neu, dass der automatisch den Abstand hält, einen Tempomaten hat und so weiter und so fort. Also total langweilig, weil die Leute alle zu blöd sind, die Dinger zu fahren. Hoffen wir, dass sie nicht zu blöd sind, das Ding aufzumachen, wenn wir jetzt kommen. Also der soll auf sein, aber es hat gerade geregnet. So, ich glaube 650, 680 Meter Bergaufstrecke und 1000 Meter Bergabstrecke waren das jetzt hier bei dem. Ich habe das jetzt gerade nicht noch geguckt und hier sind ein paar Schafs. Damit schließe ich freuen, wenn die jetzt gleich hier vorbeikommen an den Schafis. Und da bremst er schon selbst. Die Bobs, die blinken sich auf jeden Fall vorne an zurecht und da kommt mal ein. Mit der Beleuchtung vorne, das ist natürlich richtig, richtig cool. Das sieht doch, weil der eine kommt jetzt auch hier gerade mir quasi entgegen den Berg runter. Das sieht echt geil aus. Das beim Nachtrodeln wäre natürlich optimal und richtig cool. Und die Anlage, die kann das ganze Jahr fahren, die kann auch im Schnee fahren und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall schon gut, ey. Oh, nee, die ist zu langsam fürs Timing, oder? Ja, zu langsam. Gut, dass wir mehr Abstand haben. Die sind nicht so schnell unterwegs. Das sieht gut aus, aber es wird langsam sein wahrscheinlich. Zu diesen ganzen Sicherheitssachen gehört übrigens neben diesen Abstandshalten und so auch eine Gurtverriegelung, damit man sich nicht abschneiden kann unterwegs. Das ist ja auch hier und da schon mal zu einem sehr großen Problem geworden. Gar nicht schlecht. Eiskalt. Es hat nämlich genau, als wir angefangen haben, die Abfahrt zu starten, angefangen zu regnen. Aber cooles Layout und gar nicht so langsam, wie ich gedacht habe. Also kannst du froh sein, dass du es überlebt hast als Bob Nummer 13. Ja, den gibt es im Flugzeug nicht. Nee, aber cool, das hat Bock gemacht. Finde ich, auch wenn du dich jetzt gerade stimmt. Ja, jetzt ist gerade Krankheit.
Ja, es hat echt volles Fund angefangen, gerade zu blästern, als wir runter sind. Aber das Layout ist cool, gefällt mir. Ein bisschen was anderes. Die eine Stelle, wo du halt nur gerade fährst, ist natürlich ein bisschen. Ja, das ist aus dem Launch-Track. Ja. Ja, coole Sache. Also kommt mal rum, lohnt sich, macht Bock. Und wir gehen jetzt was essen.